mal kurz googeln. Also Quest erobern Asia Minor. Okay. Sind wir schon soweit? Sind wir schon soweit, das zu erobern? Wir sind Level 2. Gut. Bei den anderen bin ich schon Level 3. Ja. Oh. Okay. Ist für verwundete Prätorianer Behandlung. Ah, cool. Okay. Wie lange geht's denn heute? Bis keine Lust mehr, oder? Nee, ich würde jetzt noch eine gute Stunde machen. Weil ich morgen ja auch noch streame. Und ja. Ja, eine Stunde. Genau. Danke. Ich will einfach nur die Mauern von Mytilene erstürmen und jeden einzelnen Griechen in dieser Stadt abschlachten. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, werdet ihr nicht mehr lange warten müssen. Unsere Vorgesetzten planen einen schnellen Gegenschlag. Ja, und der bin ich. So, zur Karte. Warte, das ist ein bisschen laut, oder? So. Legion entsenden. Eure Legion ist jetzt bereit, den nahen Mytilene gelegenen Außenposten einzunehmen. Zum Entsenden eurer Legion drückt links Alt, um Highlights zu aktivieren. Wenn ihr das schon getan habt, klickt auf die Garnison. Okay, links Alt. Ah, cool, da sehe ich auch, was dann die feindlichen. Okay. Dann, okay, Legionsmission. Das Fenster mit Missioninformationen zeigt euch Schwierigkeiten und Vorratskram. Voraussetzung: 1,5 Stunden und 1200 Mann. Gegnerische Armeestärke 1600. Mit 1200 würde ich das schon schaffen. Geil. Okay. Bis 21 Uhr. Naja, letztes Mal haben wir auch bis 21 Uhr gemacht. Okay. Okay. Vorratskosten und Dauer einer Mission an. Da dies eine Schlacht ist, wird die Legion auf dieser Mission Männer verlehen. mit Fortschreiten des Spiels werdet ihr weitere Möglichkeiten haben, das Schicksal zugunsten eurer Legion zu verwenden. Zu wenden. Das ist richtig cool. Zurzeit besteht eure einzige Möglichkeit darin, anzugreifen. Klicke außen und passen angreifen. Schließen. Wahrscheinlich können wir später dann noch, keine Ahnung, ja, Vorräte angreifen oder Versorgungslinien angreifen und so weiter. Das scheint ziemlich cool zu sein. Okay, let's go. Unser Symbol ist ein Wolf. Ich liebe es. Okay. Da sind Senioren doch schon längst eingeschlafen. Upsi. Ja, das scheint wirklich ein bisschen heftig zu sein. Okay. Die Legion Victrix greift die Rebellen an. Wahl eures Kommandanten. Als erstes Schritt solltet ihr in der Schlacht entscheiden, welcher Zenturier das Kommando führt. Je nach Klasse und Kommandospezialisierung werden für jeden Zenturier verschiedene Ausgänge vorhergesagt. Okay, Meuterei-Risiko. Es gibt Meuterei. Meuterei, hohe Legion, Kandidaten. Okay. 0%, 10%, 10%, 0, okay. Siegeswahrscheinlichkeit ist da, Überlebenschance auch, weil Kommandanten erhält Mannstärke, geplünderte Ressourcen und Wahrscheinlichkeit. Je weiter rechts, desto besser und einen größeren Balken, desto größere Unsicherheit. Ah ja, okay. Als Klärchen.
Oh je. Ihr trauriges Skelett. Was ist mit euch? Okay, also der vorsichtig und logistisch gleichgültig, Medikus, Kavallerie-Spezialisierung. Ich nehme mal den, weil Erfolgschancen sind bei allen 100%, aber bei ihm sind geplünderte Ressourcen extrem hoch. Risiko Befehlsverweigerung 10% ist ein bisschen heftig. Aber ja, wir nehmen den. Formation im Capere de Bemus. Bitte was? Okay. Seht ihr das? Ja. Also, Kriegslisten. Jede Phase einer Schlacht beginnt mit deiner Fallwende. Alter, was? Voll kompliziert hier. Wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, werdet ihr die Vorausberechnung in der Liste. Stärkeliste, also hier. Kriegslisten von Natur aus unvorhersehbar und die verfügbaren Kriegslisten werden daher jedes Mal zufällig bestimmt. Erbaut eine Werkstatt in euren Außenposten und weist einen Prätorianer zu, um eure Auswahl zu erweitern. Ah, okay, interessant. Stärkeleiste. Ja, das ist klar. Stärke verändert sich mit jeder Phase. Ist klar. Zerstreuung. Okay, wir müssen quasi diese Marke überschreiten, damit der flieht. Okay, alles klar. Gut, wir können jetzt geschützte Flanken machen. Positioniert eure Legionen mit einer Seite gegen eine natürliche Barriere und konzentriert eure leichte Infanterie auf gegenüberliegende Seiten, um sie zu stärken. Risikokommandanten minus Risiko für Kommandanten. Achso, dass die Kommandanten sterben minus 25% und Centurior minus 10. Manipelgassen. Lasst Gassen zwischen eure Manipel offen, um gegnerische schwere Kavallerie, Wagen oder Elefanten von eurer Infanterie wegzulenken. Mutiger, aber riskanter Taktik. Das ist zum Beispiel die, wieder Fun Fact, ist die Taktik, die der Africanus gegen Hannibal in Afrika, also deswegen hat er den Namen bekommen, gegen die Kriegselefanten von Hannibal eingesetzt. Und da hat er ihn besiegt. Hannibal hat übrigens, das war der einzige Kampf, den Hannibal verloren hat. Genau. Also, nein, das war nicht der Hannibal. ausgediente Linie. Stellt ihr eure Manipel in eine einzige Linie auf. Das ist so die typische. Ja, machen wir mal. Okay, was passiert? Ihr verteidigt euch. Schlachtverschleiß. Okay, also der hat ein bisschen was verloren. Ach, und da oben ist dann die erste Phase quasi, dann zwei, drei, gibt's, oder wir sind schon in der zweiten Phase, glaube ich. Plünderungsreichweite? Oh, ich check hier gar nichts. Wobei, also, ja, ein bisschen was check ich. Also, wir greifen an. Okay. Ist wahrscheinlich immer, wir greifen an, er verteidigt, er greift an, wir verteidigen. Genau, das ist wegen, also er greift jetzt an. Genau, wir verteidigen uns. Okay. Aus dem Nunc agredi possumus. Possu was? Okay. Also Begegnung. Eure Legion ist im Feindkontakt. Wählt eure. Okay. Ah, jetzt ist er Stufe 2. Okay. Plünderungsreichweite. Risiko für Kommandanten, Risiko für Zenturionen. Okay, wir sind eigentlich fast schon bei. Also wir haben schon mal fast drei von drei Kriegsbeuten. Geil. Okay. Entweder wir benutzen den Ansturm, befehlt eure Manipel gegen die gegnerischen Reihen anzustürmen. Diese blutige Taktik wird auch
auf beiden Seiten hohe Opfer fordern. Gegnerische Mannstärke unsere. Also 300 bis 200 und für uns 160 bis 80. Ist ganz okay. Pieler werfen. Iakit Pieler. Sobald sie in Reichweite sind, werden eure Legionari ihre Pieler auf feindliche Linie werfen, bevor sie in Nahkampf stürmen. Gegnerische Mannstärke minus 200, minus 100, Spieleverteidigung minus 10. Positionen halten. Ziringite vor Frontem. Finde ich übrigens cool, dass die die lateinischen Befehle dann immer reingeschrieben haben. Genau, Position halten ist ja klar. Die Männer mögen aber keine Zurückhaltung, deswegen minus Moral. Wir machen natürlich die Pieler, weil die Pieler sind echt krass. Die sind echt heftig. Okay, aber wir bekommen ein bisschen aufs Maul, weil das eine sehr aggressive Taktik ist, glaube ich. Okay. Aber die bekommen auch aufs Maul, also von dem her. Pieler werfen. Achso, ja, okay. Aktive Effekte. Fände ich aber besser, wenn man das. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich diese Schlachten-Animation mag oder nicht. Weiß ich gerade nicht. Es war schon cool mit den verschiedenen Taktiken, die man machen kann. Feindliche Linien brechen zusammen. Cool. Aber wir sind doch noch gar nicht hier angekommen. Okay. Wenn ihr euren Vorteil ausnutzen könnt, werdet ihr ihre Formationen einen entscheidenden Schlag zufügen. So. Also, Teile und Herrscher, nutzt das Chaos in den Reihen eurer Feinde aus, indem ihr ihre Truppen in kleine Gruppen teilt, die so problemlos beseitigt werden können. Plünderungsreichweite minus 20, minus 10. Nee, ich will die letzte Ding auch bekommen. Kavallerieansturm. Risiko für Zenturie, gegnerische Moral. Schickt eure Equites aus, um die schwächsten Stellen anzustürmen. Position halten. Dies könnte eine List sein. Verletzungsüberlebensrate 70%. Spieler Aggressivität. Ich mache den Ansturm. Equites, Alter, ich bin halt nicht aggressiv, deswegen kann ich das Wort nicht sprechen. Okay. Aber an sich, ja, weiß nicht, das war, glaube ich, ein bisschen vorschnell, glaube ich. Aber... ja, aber ich denke, dass wir den jetzt. Ja, aber wir erreichen den nicht. Okay. Gewinnen wir dann trotzdem? An sich ja. An sich müssten wir das trotzdem schaffen. Sieg. Yay! Okay, Protest, irgendwas. Wählt, wie ihr nach diesem Sieg weiter vorgehen wollt. Verfolgen, feiern, Gnade zeigen. Oh, wieso Gnade zeigen? Das mache ich immer. Okay, verfolgen. Nutzt euren Vorteil aus und überrennt die Position des Feindes. Gegnerische Mannstärke minus 500, minus 250. Uiuiuiui. Okay, feiern. Erlaubt dem Feind, sich zurückzuziehen und gebt euren Legionari die Erlaubnis, den ruhmreichen Sieg zu feiern. Okay. Gnadezeichen. Nehmt verletzte und besiegte Feinde gefangen.
Aber es sorgt davor, dass ihnen kein Leid zugefügt wird. Okay. Da bekommen wir mehr Männer und Moral für die. Wir haben gerade Moral minus 29. Vermisste Soldaten, verletzte Soldaten, aktiv. Armeeerfahrung. Ah ja, cool. Ach komm, wir verfolgen. Wobei, nein, wir verfolgen. Aber mit verfolgen haben wir. Bekommen wir das hin? Aber ist das wichtig? Ich glaube nicht. Wir feiern. Komm. Milite, milite, sex soltare. Wir feiern. Wir haben unsere erste Schlacht gewonnen. So, erfolgreiche Eroberung. Ihr habt gesiegt. Wenn die Mannesstärke des Feindes weit genug gesenkt wurde, wird die Armee nun aufgelöst. Okay. Kriegsbeute. Genau. Gut. Mannstärke und Centurio-Status. Ihr solltet euch auch die Zeit nehmen, die Anzeige durchzugehen und zu sehen, was sich während der Schlacht verändert hat. Okay. Also, Schlacht. Wir bekommen ein bisschen Kriegsbeute und Kriegsbeute. So, aber wir haben nur zwei bekommen und nicht drei. Also wir müssen, um drei zu bekommen, wahrscheinlich wirklich komplett alles. Also die komplette Leiste voll bekommen. Okay, Armee Moral ist minus 19, ist ein bisschen schlecht, aber okay. Okay. 24 Sklaven erhalten und Denarii. Schön. Und nun? Besprecht die Belagerung von Mytilene mit dem Primus Pilus. Okay. Dann machen wir das mal. So. Wasser aufgefüllt, das ist schon mal gut. So, ich will mal mit denen ein bisschen quatschen und fragen, wie die erste Schlacht fanden. Domina. Okay. Sei. Was braucht ihr? Ich wollte ein Gespräch, aber ja, okay, die reden nicht mehr mit mir. Ich stehe euch zu. Ja, bla bla bla. Quacke die Quack Quack. Okay. Aber Legatus. Zu euren Diensten. Cool, die wissen jetzt, dass ich der Legatus bin. So. Für den einfachen Mann wirkt eine Eroberung trivial. Ihr hingegen erkennt die Feinheiten eines solchen Unterfangens. Genug der Kriecherei, wir haben eine Aufgabe zu bewältigen. Die Götterwanne, mir bisher gewogen. Ich bete nur, dass es so bleibt. Ich bin der geborene Anführer. Ja, ist alles nicht so geil. Ja, machen wir ein bisschen auf gläubig. Man sagt, Fortuna liebt die Kühnen. Wir haben Mytilene umzingelt, aber die eigentliche Stadt müssen wir noch erobern. Archelaus ist ein arroganter Mann, aber auch ein fähiger General. Wir können die Insel wegen ein einziges winziges Dorf nicht erobern. Fragezeichen. Ja, nee, dann lass uns angreifen. Wir machen uns für einen direkten Angriff auf die Stadt bereit. Die Festung muss schnell fallen. Ich werde wieder mit einer Gruppe von Vertrauten durch den Hafen hindurchschleichen, wie schon mal. Meine Kontubinium wird den Angriff auf das Haupttor ausführen. Sobald Archelaus fällt, wird die Verteidigung schnell zusammenbrechen. Das ist ein gewagter Plan. Aber wenn ihr Erfolg habt, rettet er vielen Legionari das Leben. Wie immer sind wir bereit, auf euren Befehl hin zu marschieren, Legate. Super, okay, dann machen wir das. Ich würde auch nackt in die Schlacht marschieren, wenn das bedeuten würde, dass wir besser verpflegt werden.
Dann hast du aber nur einmal was davon, ne? Ich hoffe, alles ist gut. Ja, ja, doch, doch. Legate, ich stehe euch zu Diensten, wie immer. Sind wir bereit, das Lager zu verbessern? Ich glaube nicht, weil wir noch keine Rohstoffe haben. Wobei, wir haben doch Rohstoffe bekommen. Also, Legate, ich stehe, wie ich schon erklärt habe, müssen wir zuerst die strategischen Ressourcen einnehmen. Ah, okay, wir brauchen andere. So. Gruppenverwaltung, Inventar. Wir haben ein bisschen was bekommen. Feuerresistent, Hiebschaden. Sieht das dämlich aus. Bewegung minus 1, allen Widerstand. Ah, das sieht besser aus. Ist immer so blöd, wenn... Wobei, aber da haben wir feuerresistent. Sieht echt doof aus. Aber das ist immer so blöd, wenn... wenn man... Ah, das ist gut. Ja, wenn man gute Rüstungen und so weiter nicht anlegen will, weil die blöd aussehen. Aber ist ja ziemlich häufig so. So. Oh, jetzt wieder so eine Special Mission. Bin mal gespannt, wie die wird. Weil ich glaube, die wird ein bisschen schwieriger. Okay, Begleiterausfall, ja, ist bestätigt.